Hallihallo ihr Lieben, da bin ich wieder und willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute geht es weiter mit meiner Memory Dex und zwar für den Monat Juli. Die Begriffe waren Tag, Serviette und Strand. Und ich habe mir natürlich jetzt mein neues Designpapier zunutze gemacht, wo es ganz um Strand und Küste geht. Habe mir das in kleiner A6-Form einmal ausgedruckt, eins davon, und das werde ich mir gleich ausstanzen. Das heißt also, den Strand habe ich quasi schon fertig. Ich hole die Lilith. Mein Stanzmaschinchen. Das ist natürlich auch immer eine schöne Idee. Ne? Direkt aus, also ich habe das auf ein bisschen dickerem Papier hier ausgedruckt. Und jetzt werde ich mir hier einen schönen Strandabschnitt suchen und den einmal hier rauskurbeln. So, tata. Ich bin jetzt schon mega happy damit. ja, war glaube ich eine coole Idee, mich der Dinge zu bedienen, die ich ja da habe. Ja? Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich, obwohl blau und braun passt ganz gut zusammen, das bedeutet, ich werde tatsächlich die Karte jetzt direkt, die ist ein bisschen dünner, aber das ist ja nicht so schlimm, die werde ich auch direkt inken. Und dann werde ich mir weiter was überlegen, denn ihr wisst ja, Umzug steht ins Land und ihr seht, ich habe hier noch den Schreibtisch, weil ich dieses Video natürlich vordrehe. Das heißt, ich weiß ja die Begriffe schon bis Ende des Jahres, das heißt, ich habe da so ein bisschen den Vorteil. Meistens bastle ich tatsächlich erst in dem Monat, in dem es dran ist, weil früher schaffe ich das meist nicht. Aber jetzt über den ganzen Sommer habe ich jetzt mal vorgearbeitet. So, das habe ich jetzt mal fertig. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau. Und weil ich ja auch, wie gesagt, wegen dem Umzug und so weiter, habe ich das Problem, dass ich tatsächlich keine Serviette mehr hier habe. Es ist alles weggetütet, alles weg. Und ich habe natürlich hier Serviette stehen. Ja, also Strand-Tag, ein Tag kann ich noch machen. Das ist nicht das Problem, das kriegen wir auch gleich hin. Da habe ich mir nämlich schon was überlegt. Und zwar werde ich hier aus diesem Embossen werde ich einen Tag machen, und zwar einen sehr schmalen Tag. Den werde ich jetzt hier quasi ausschneiden. Und ich brauche dafür erstmal noch meine Schneidemaschine, weil ich jetzt einmal gucken muss. Das ist nämlich 1,5 Inch. Okay, ich mache jetzt erstmal, schneide ich hier die Kante ab. Ich will nämlich keine Kante haben. Und hier 1,5. So. Und jetzt wird das hier einmal reingepackt in das Ding. Und dann habe ich komplett schiefen Tag. Warum? Ich weiß es nicht. Das gibt es doch gar nicht. War das doch ein bisschen zu dick. Okay, also 1,5 Inch müsste doch eigentlich jetzt passen. 1,5. Das ist doch 1,5. Oder bin ich doof? Komm, dieser Millimeter da. Aber der scheint den Kohl fett zu machen. Wir gucken jetzt einmal, wenn ich das jetzt hier rein tue. Das muss ja genau reinpassen. Das müsste jetzt genau mittig sein. Ja, jetzt passt das auch. Okay. Alles gut, jetzt gucke ich einmal, auf welche Höhe ich den mache. Ich denke, hier ist ganz gut. Und ich habe aber eine Kiste hier noch stehen, und zwar mit den Dingen, die ihr mir geschenkt habt. Geschenke, Aktionen, an denen ihr teilgenommen habt und so Extras bei dem Memodex, was drin war und so. Und da habe ich tatsächlich noch, es war, ich weiß nicht mehr genau, von wem es war, und zwar hat mir jemand aus einer Serviette Stoff gemacht. Und da ist mir ein Stück leider beim Auspacken abgegangen, aber das hier ist eine Serviette und die ist wie Stoff. Es gibt da so eine Technik, da kann man das mit machen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das ging, aber ich habe mir überlegt, weil ich ja dieses Stückchen hier noch übrig habe, ich nehme die jetzt hier. Und das Schöne ist, dass es auch von den Farben her eigentlich ganz gut passt. Die ist auch so ein bisschen Vintage und ich würde es jetzt gerne natürlich festnähen, weil das ja eh hier so ein Stoff, sowas wie ein Stoffrest ist in dem Sinne. Aber ja, es ist halt alles weggedütet. Das heißt also, ich werde hier ein ganz kleines Stückchen von abschneiden. Beziehungsweise abreißen und werde das hiermit auf den Tag packen.
Ja, und werde einfach, also das ist quasi meine Serviette. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Du hast mir gerade das Leben gerettet mit deinem Geschenk für mich. Also ich weiß wirklich nicht mehr, von wem das war. Das ist auch schon lange, lange her. Und so, also die kleine Serviette, die zu einem Stöffchen gemacht wurde, die kommt jetzt hiermit auf den Tag. Und ich werde eine kleine Pocket bauen. Ja, und das wird, glaube ich, ich hatte das schon mal gesagt in einer anderen Memodex-Aktion. Das wird die schnellste Memodex überhaupt. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, dieses Video wird das schnellste überhaupt sein. Weil eigentlich fällt mir mehr schon gar nicht ein. Außer, dass ich den hier definitiv dann irgendwo mit rein tue. Und ich habe gerade überlegt, ich habe ja den Vorteil, dass ich ja dieses Teil hier viermal ausgedruckt habe, damit ich keine Verschwendung habe von Papier. Das heißt also, ich könnte ja eigentlich das genauso ausstanzen und dann daraus eine Pocket machen, die ich genau da drauf klebe. Das ist ja schon eine coole Idee gerade. Und da ich das hier genauso anlegen kann, durch diese ganzen filigranen Teile. Ist gut, ein bisschen tricky wird das jetzt schon. Das hätte ich natürlich doppelt machen müssen, ne? Damit das passt. Also, jetzt einmal hier gucken. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier drin. Müsste ich mal gucken, wie das hier fortführend ist. So. So müsste das passen. So, jetzt dürfte ich aber auch nicht rumwackeln hiermit. Dann nehmen wir uns doch mal, ich hatte doch hier irgendwo Tape hingeklebt. Hier so ein kleiner Washi-Rest ist hier noch. Das langt. Nur um das zu fixieren. Einmal gucken, es müsste passen, oder? Denk nach. Ach, ich könnte das natürlich auch so machen. Ist doch viel einfacher. Das war ja die Schablone. Die war hier drin. So, und jetzt muss ich das nur noch hier so hinlegen, dass es nachher passt. Ist das nicht schlauer? Ich weiß es nicht, ob das wirklich schlau ist. Ich dachte, es fühlte sich jetzt an, als wäre es schlau. Da ist auf jeden Fall die Ecke, das ist ein bisschen höher. So. Ja, doch, nicht schlecht. Das müsste genau das sein, so wie es jetzt ausgestanzt werden müsste. Und das mache ich jetzt mal schnell. So, dann würde ich nämlich hier so machen. Ich muss mal gerade einmal gucken. Hier habe ich nämlich, ne, die ist zu klein. Hier könnte ich ja zum Beispiel, die ist auch zu klein. Egal, dann schneide ich das gerade ab und mache daraus so einen Eingriff noch hin. Ich muss nur einmal gucken, ob ich da vielleicht einfach den Strandabschnitt dann mache, da wo der anfängt. So. Und dann kommt das hier mit drauf. Ja, das hat schon ziemlich gut geklappt, würde ich sagen. Man sieht es ja gar nicht, ne? Cool. Richtig cool. Und natürlich möchte ich, dass man das sieht, dass das eine Tasche ist. Also komme ich jetzt einmal hier nochmal mit meinem Kreis. Da ist er. In der kleinen Mini-Kreisstanze hier. Klack. Ich höre den Eiermann. Der ist hier aber selten. Überhaupt hier lang fährt. So. So, das klebe ich jetzt dann hier dran. Und dann habe ich schon mal eine Pocket und da kann der Tag dann gleich rein. Ja, ist auch eine gute Idee.
So gefällt mir das. So, Pinzettchen habe ich ja auch noch rumliegen. So, das ist eine richtig coole Idee. Ich bin sehr begeistert. So, daraus könnte man natürlich jetzt auch noch was machen. Vielleicht auch einfach hier auf die Rückseite packen. Warum nicht? Mache ich jetzt einfach. Wollen ja nichts verschwenden. Das wird eine doppelseitige Memodex. Die wird variabel. Und das Witzige ist ja, das wird zwar auf dem Kopf, aber das macht nichts. Dann kann man das nämlich als Pocket und Pocket nehmen, weil Memodex, die sind ja so in diesem Rollding. Das heißt also, wenn die so ist, dann passt es, dann kann man hier was reinstecken. Und wenn sie dann so ist, kann man da was reinstecken. Was für eine coole Idee. Also mache ich daraus eine Pocket. Quasi in die andere Richtung. So verschwendet man nichts. So. Also, eins habe ich jetzt natürlich vergessen. Das wäre ja schlau gewesen, das hier direkt mal mit einem Eingriff hier zu versehen. Hätte ich dran gedacht, mache ich jetzt hier schnell noch. Gucken, ob ich hier überhaupt tief genug reinkomme. So. Etwa. Das soll nicht genau sein, aber so in etwa. So, und dann gehe ich hier einmal nochmal mit dem Tool lang. So, und dann passt das. Sehr schön. Ja, es gefällt mir schon mal richtig gut. So, sandfarbene Tags. Und ich glaube, ich mache davon tatsächlich ein paar mehr. Denn ich finde, das ist gar nicht so übel. Eigentlich könnte ich jetzt hier vorne auf den Strand auch ein bisschen von der Serviette vielleicht machen als Deko. Das ist vielleicht sogar noch viel cooler. Und ich mache es diesmal wirklich sehr, sehr einfach und sehr, wie sagt man? Ja, so ein bisschen nicht so kompliziert. Ne? Einfach so ein, zwei Sachen da drauf. Ich habe hier sogar, warte mal, jetzt muss ich einmal gucken. Irgendwo hatte ich doch. Da. Hatte ich nicht noch letztens irgendwo so ein bisschen von diesem Dingsband? Ich muss gerade einmal gucken. Dekoband. Ja. Kleines bisschen Papier kann auch nicht schaden. Guck mal, hier habe ich sogar noch Papier, handgeschöpftes Papier in Dingsfarben, in Sandfarbe so ein bisschen. Auch schön. Würde ich das hier fast austauschen, glaube ich. Gegen irgendwas Helleres. Muss man gerade einmal gucken, ob das denn dann auch aussieht, wenn das ein bisschen heller ist. Naja, nicht wirklich. Das ist okay so. Aber vielleicht lasse ich das dann einfach weg, das zweite. So, jetzt müsste ich einmal gucken, was ich da noch drauf mache. Vielleicht habe ich noch einen Stempel mit irgendwas passendem. Sonst mache ich noch mal einen Spruch oder sowas. Irgendwo habe ich doch bestimmt einen Spruch oder eine kleine Zahl oder sowas. Das ist eigentlich auch immer gut. Ach, guck mal, hier hinter ist ja sogar noch ein bisschen gestempelt, umso besser. Wusste ich gar nicht, dass das gestempelt ist, die Seite. So, dann machen wir einmal hier noch ein bisschen Klebe drauf. So. Ach, guck mal, das kann man sogar hier dann mit reintun. Cool. So. Und was haben wir denn noch? Ich gucke gerade.
Kleeblatt habe ich jetzt nicht. Das passt nicht so ganz, ne? Jetzt wäre cool, sowas wie eine Muschel oder so zu haben. Mache ich da einfach nur ein kleines Blümchen dran? Warum nicht? Vielleicht aus dem gleichen Papier. Das ist aber auch sowas von mini klein hier. Lass mal hier rauskriegen. Ohne dass es verloren geht. So. So, einfach nur so als Deko. Und ich habe hier noch mein Knut hier. Knutie. Den benutze ich jetzt doch mal ganz gerne zwischendurch. Und ich habe sogar farblich passend, weil wann soll man das denn sonst benutzen, wenn nicht jetzt, habe ich hier so schön so was Hellbraunes. Sieht doch ganz gut aus. Und das möller ich da jetzt dran. Ans Blümli. Ganz einfach. So. Einmal hier drüber schieben. Na komm schon, das muss da jetzt natürlich auch gut reinpassen. So, da muss ich hier die Blume schön justieren. Da, wo ich sie hinhaben möchte am besten. So. Na. Dann hier die Mitte raussuchen und festtackern. Klack. Ja, das ist total süß. Der Knopf ist viel zu groß für dieses Blümchen. Aber ist nicht schlimm. Es hat was. Es hat auf jeden Fall was. Sieht ganz niedlich aus, wie ich finde. So, hier gibt es dann so einen kleinen Tag. Und ich glaube, ich mache da noch einen Tag rein. Ich finde, ein Tag ist zu wenig. Ich gucke mal, was ich noch so habe, was vielleicht farblich. Hier, dieses könnte noch passen. Ich habe hier so viele Reste. Da wird sich schon was finden. So, schauen wir doch mal. Direkt. Natürlich suche ich jetzt etwas, was auch farblich passt. Das zum Beispiel finde ich gut. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal wieder auf 1,5 Inch machen. So. Jetzt muss ich gerade einmal schauen, ob ich das wirklich genau habe und gerade. Nicht ganz so, aber jetzt. Das ist zwar von der anderen Seite nicht so spannend, aber die Seite ist gut. Die finde ich richtig gut. So, jetzt schieben wir das hier wieder bis zum Ende rein. Richtig schön mittig muss das sein. Dann passt das nachher auch hier mit dem ganzen Kram zusammen. So. Schon geil aus, ne? Also echt, ich finde es schon ziemlich cool und ich würde fast sagen, ich mache davon 2 und wechsle die quasi ab, so ein bisschen. Ja, das finde ich richtig gut. So, und auch hier schneide ich das genauso ab. Kommen hier schön noch die Kanten rein, beziehungsweise die schönen Ecken. So, 3 kleine Mini-Tags kommen hier noch mit rein. Ja, Serviette habe ich super gelöst, finde ich gut. Ich hatte ja erst an Serviettentechnik gedacht, als ich mir so Gedanken gemacht habe über überhaupt diese ganzen Prompts, dass ich da bestimmt was mit Serviettentechnik mache. Allerdings wusste ich, als ich die ganzen Prompts festgelegt habe, das habe ich ja schon Anfang des Jahres gemacht, wusste ich noch gar nicht, dass wir ein Haus kaufen und umziehen. Also so kann es gehen. Ich finde die Karte richtig cool. Ja, hier hinter ist quasi, das werde ich jetzt einfach hier so reinknicken als kleines Briefchen. Tauschaktion, zack. So. Und dann werde ich natürlich noch mein Klebchen drauf machen.
Wenn ich es finde. Ich und meine Klebchen. Alles fliegt immer irgendwo rum. Immer noch. Wo ich ja jetzt langsam tatsächlich auch mal richtig Ordnung brauche hier in dem. Ja, ich werde das gleich suchen. Off Kamera sozusagen. Und dann ist das auch okay. Also ich würde fast sagen, ich bin für dieses Mal tatsächlich schon fertig. Wo mir hier so ein kleiner Spruch oder sowas noch fehlt. Also ich hätte gerne noch einen kleinen Spruch. Deswegen werde ich jetzt einmal gucken, was ich in meinem Mini-Kästchen noch so habe. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte, ich hätte hier ein bisschen mehr Ordnung. Stattdessen ist es gefühlt immer weniger. Wo ist das Kästchen denn? Wo habe ich das bloß hingetragen? Mein klitzekleines Plastik-Mini-Kästchen, wo meine ganz kleinen Sachen drin sind. Das war doch hier die ganze Zeit. Wo ist das denn jetzt hin? Ach Leute, mit mir, ne? Mit mir, also wirklich. Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe hier oben noch. Hier ist ja auch noch was. Gucken wir einfach hier. Hier sind so ein paar Sachen. Da gucke ich jetzt einmal durch. Vielleicht ist ja hier irgendetwas, was dazu passt. Die Hoffnung ist nie verloren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Spruch. Ich kipp das mal aus. Reiselust würde auch passen. Aber es ist mir ein bisschen zu groß, muss ich tatsächlich sagen. Sieh überall Möglichkeiten. Ich finde den Spruch schon geil, aber irgendwie habe ich hier nicht. Irgendwo. Halte an deinen Träumen fest. Ja, das passt besser zum Strand, finde ich. Wenn man am Strand ist und ins Meer hinausguckt, da ist so viel nichts. Da kriegt man ja immer irgendwie so ein bisschen die Idee davon. Ja, das mache ich so. Das gefällt mir. Diese Wörter hier übrigens, falls du es noch nicht weißt und neu hier bist. Ich habe auf meiner Website ganz viele Goodies fürs Junk Journal. Und da sind auch ganz, ganz viele Sprüche, Wörter, Phrasen. Und vor allem auch in Deutsch, nicht nur in Englisch. Da kannst du dich gerne umsehen und dir das kostenlos runterladen. Du findest eigentlich alle relevanten Links hier unter meinen ganzen Videos. Also. Und wenn mal irgendwas fehlt, weil ich mal wieder komplett verpeilt bin, mich ruhig anschreiben, dass ich noch was verlinken soll. Und am besten mir auch sagen, was ich verlinken soll. Also gerade wenn es sowas ist, wie dass ich Videos zum Beispiel noch verlinken wollte oder sowas und das dann vergesse, weil. Oder dass ich vielleicht auch gar keinen Platz mehr als in der Infobox habe, dann muss ich das nämlich direkt unten drinne sozusagen machen. Leute, ich bin so happy mit dieser Karte. Die ist so schlicht, aber so schön geworden. Ich bin richtig begeistert. Also, es liegt sicherlich auch an dem Papier, weil ich das Papier liebe. Ich liebe es einfach. Fange ich direkt das Träumen an. Das ist wirklich so. Das ist so ein richtig tolles, ja, so ist für mich Strand halt in allen Facetten. Und es ist ein Strand, vor allem finde ich, was mir bei dem Papier sehr gut gelungen ist, ist es nicht festzumachen, ob es jetzt die Nordsee, die Ostsee oder der Atlantik ist. Es kann alles sein. Da habe ich auch ein bisschen mit den Farben ja ein bisschen gespielt, so im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt heute meine fertige Memodex-Karte und ich hoffe, diese schlichte, schöne Bastelei hat euch gefallen und ich freue mich schon darauf, eure Karten alle einmal in die Hand zu nehmen zu diesem Thema und wünsche bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!